Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Tomaten richtig umtopft. Die Tomatenkeimlinge sind mittlerweile etwa 18 Tage alt, sind pünktlich nach 10 Tagen aus der Erde gekommen und haben jetzt hier ihre Keimblätter gebildet und beginnen jetzt auch hier schon ihr zweites Blattpaar zu bilden. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt diese Tomaten pikieren, also aus der Erde herausnehmen, oder so wie ich, weil ich möchte nur eine Tomate anziehen, nehmt einfach die komplette Erde des Topfes und entfernt die zweite Tomate einfach aus dem Topf und setzt sie in den zweiten Topf, in dem ich jetzt hier Gemüseerde eingepflanzt habe. Die Tomaten sind etwas besonders. Die bilden nämlich an ihren Stängeln weitere Wurzeln, wenn man sie einpflanzt. Und daher würde man jetzt die Tomate etwas tiefer einsetzen. Das zeige ich dann jetzt auch. Deswegen befreie ich sie jetzt hier komplett von der Erde, um das mal deutlich zu machen. Das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber wir haben jetzt hier diese Tomate, die ihre kleinen Wurzeln hat, aber sie würde jetzt an dem oberen Teil eben auch noch Wurzeln bilden. Deswegen setze ich sie jetzt hier in die Gemüseerde ein, aber drehe sie auch etwas tiefer ein, so dass sie dann komplett bis zu den Keimblättern tatsächlich in der Erde wieder eingesetzt ist. So, jetzt bilden sich eben am Stängel hier weitere neue Wurzeln. Das sorgt dann später für einen anständigen Wurzelballen. Und ja, das hilft natürlich dann der Pflanze wiederum beim Wachstum. Die Pflanze wird jetzt angegossen und kann dann jetzt weiter wachsen. In einigen Wochen wird sie dann groß genug sein, um dann in ihren letzten großen Topf umgesetzt zu werden. Was wir zwischenzeitlich benötigen, jetzt natürlich noch nicht, ist aber hier so ein kleines, so eine Ranghilfe. Die ist natürlich jetzt noch völlig übertrieben, aber wird dann relevant. Braucht die Pflanze einfach, um sich hier etwas aufzurichten. Später kann die Pflanze bis zu 1,80 Meter hoch werden und braucht dann wirklich eine lange Ranghilfe. Sobald es draußen nicht friert, muss die Tomate etwas an die kühlen Temperaturen gewöhnt werden, also immer mal wieder rausstellen tagsüber, nachts aber immer wieder reinholen, bis es mindestens 10 Grad nachts warm sind. Das wird dann so um die Eisheiligen herum sein, dann kann die komplette Pflanze eben rausgesetzt werden und dann eben auch ihr eigentliches Wachstum richtig starten. Jetzt braucht die Pflanze viel Licht, also wirklich möglichst immer schön in die Sonne stellen, soweit es möglich ist. Und ansonsten erstmal jetzt keinen Dünger dazugeben, dafür ist jetzt Dünger in der Erde enthalten, also ist ja Gemüseerde. Nach etwa in diesem Fall 4 Wochen würde ich dann das erste Mal beginnen, leicht Dünger zu geben und später dann alle 2 Wochen düngen, wenn die Pflanze groß genug geworden ist. Die Tomate ist jetzt mittlerweile groß genug geworden, um nochmal final umgetopft zu werden. Es ist Mitte Mai, es ist draußen warm genug, das heißt also eben über 10 Grad nachts, sodass sie draußen auch stehen bleiben kann. Die Tomate ist kräftig gewachsen, hat leider auch relativ viele Blattläuse, aber die sollen uns jetzt erstmal nicht stören. Die Tomate muss jetzt umgetopft werden in den großen Topf, der jetzt hier 29 cm Durchmesser hat. Das sollte auf jeden Fall genug Erde sein für die Tomate. Und beim Umtopfen, solltet ihr sicherlich einmal die Ranghilfe entfernen. Die reicht jetzt noch für den Anfang. Dann, wie gesagt, ist es aber auch die Ranghilfe, die 1,80 Meter, 2 Meter groß sein sollte. Beim Umtopfen in dieser Größe ist es jetzt nicht mehr relevant, tiefer einzusetzen. Es bilden sich jetzt oberhalb von diesem Blatt hier keine Wurzeln mehr. Deswegen einfach so, wie es ist. Am besten möglichst im ganzen Wurzelballen in den Topf einsetzen. So, genau. Jetzt einfach nochmal wieder etwas Erde hinzugeben. Kräftig angießen. Und dann braucht die Pflanze jetzt tatsächlich alle 2 Wochen etwas Dünger und dann sollte sie zwischenzeitlich nochmal ausgegeizt werden, damit eben sich ein großer Haupttrieb bildet, von dem dann die früchtetragenden oder die tomatentragenden Triebe abgehen. Das zeige ich dann auch nochmal. Ansonsten ist jetzt ab Mitte Juli etwa Erntezeit oder Mitte, Ende Juli eher dann Erntezeit angesagt. Wenn es dann soweit ist, werden wir uns das auch anschauen. Soweit erstmal zum Umtopfen in den dann großen Topf. Stange dazu.
Und dann schauen wir uns an, wie es in ein paar Tagen aussieht beim Ausgeizen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal eben zeigen, wie ihr die Tomate in zwei wesentlichen Schritten umtopft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen und kommentiert, wenn euch was gefehlt hat. Ansonsten abonniert gerne den Kanal und ja, ich freue mich, wenn ihr mal auf der Seite www.gemüse-balkon.de vorbeischaut.